Gotthold Ephraim Lessing, das haben wir gesehen, schaut seine Welt an und er sieht die Macht der Kirche und die Macht der Tyrannei. Und er will die Macht der Vernunft anstelle von diesen Mächten zum Vorschein bringen. Dann haben wir aber auch gesehen, wie Goethe die Macht der Liebe gegen die Macht der Vernunft behaupten möchte. Und dann kommt Kleist und sagt, ja, wie ist es aber mit dem Willen? Der Wille hat auch etwas zu behaupten. Und das Reichtum? Egoismus. Und diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Traum. All diese Punkte, die arbeiten gegen die Vernunft. Und zwar als eine Behauptung des Körpers. Die Vernunft mag die Gesetze des Geistes folgen, aber es gibt auch Gesetze des Staates oder Gesetze der Mächtigen und die haben mit Reichtum und Willen zu tun, mit Machtbehauptung. Dann gibt es aber auch Gesetze des Körpers und die äußern sich zum Beispiel in der Liebe und im Traum. Es geht um eine Sache, die für diese Zeit, für die Wissenschaftler, die Dichter dieser Zeit sehr wichtig war, und zwar die Frage der Natur und des Naturrechtes. Also wie kann man die Gesetze des Geistes, des Körpers und des Staates so interpretieren, dass sie nicht von mächtigen Menschen, korrupten Menschen gemacht sind, sondern dass sie wirklich Ausdruck der Natur sind. Viele Wissenschaftler dieser Zeit fangen an, sich zu fragen, was die Gesetze des Geistes sind. Also genau, was sind die Schnittstellen zwischen Geist und Körper? Wenn der Geist nicht allein agiert im Abstraktum, sondern immer an einem Körper verbunden ist, dann was ist die Logik des Geistes? Und was hat es mit den körperlichen Erfahrungen zu tun? Also das Wort Psychologie wird zunehmend populär zu dieser Zeit. Von dem griechischen Psyche für Atem, Geist oder Seele und Logia, Rede, Wort oder Forschung. Also Psychologie, die Erforschung des Geistes. Was ist die Logik des Geistes? Und dann die romantische Psychologie stellt die Frage, wie wird die Logik des Geistes von der Logik des Körpers beeinflusst? Dass es einen Zusammenhang gibt und geben muss, das ist selbstverständlich, denn der Geist, wie wir ihn kennen, lebt immer in einem Körper. Wenn wir von der romantischen Psychologie reden, dann meinen wir in etwa die Zeit um die Jahrhundertwende, so 30 Jahre davor bis 20 oder 30 Jahre danach, war die romantische Psychologie populär. Und einer der großen Namen war der deutsch-österreichische Arzt Franz Anton Mesmer, der zwischen 1734 und 1815 lebte und der für die Erfindung des animalischen Magnetismus oder was heutzutage eher als Mesmerismus bekannt ist. Mesmer hatte, so meinte er, ein Fluidum, eine Art leichte ätherische Flüssigkeit entdeckt, die durch die ganze Welt hindurchdringt und auch die Seele der Menschen beeinflussen kann. Und Mesmer meinte, er hatte eine Technik erfunden, wo er dann dieses Fluidum mit seinen Händen und mit gewissen Bewegungen beeinflussen und dadurch kranke Leute heilen könnte. Der Mesmerismus, der animalische Magnetismus, führte zu einigen sehr heftig geführten Streiten und dann letztendlich auch zu einer Kommission, die herausfinden sollte, ob Mesmer recht hatte oder nicht. Und diese Kommission in Paris kam zu dem Schluss, dass Mesmer
keine Beweise für ein Fluidum im Universum hatte. Eine der wichtigen romantischen Psychologen in Deutschland war der Naturwissenschaftler Gotthilf Heinrich von Schubart, der im Jahre 1780 in Hohenstein in Preußen zur Welt kam und dann 1860 in München starb, wo er seit Jahren gelebt hatte. Also er war geboren ein Jahr bevor Lessing gestorben ist und 21 Jahre vor Kleists Tod. Und Goethe, der so lang lebte, er starb so mitten im Leben von Schubert. Schubert war im Jahre 1819 Professor der Naturgeschichte in Erlangen und dann 1827 Professor für allgemeine Naturgeschichte in München, wo er, wie gesagt, dann den Rest seines Lebens verbracht hat. Und Schubert ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die großen Fragen dieser Zeit. Also er ist Professor für Naturgeschichte, aber das, was ihn interessiert, das sind die sogenannten Nachtseiten der Naturwissenschaften. Das ist der Titel eines Buchs, das er geschrieben hat, die Nachtseiten der Naturwissenschaften. Also man kann durch Mathematik, Physik und weitere Erforschungen Einblick in die Natur bekommen, aber wir wissen, die Natur ist weit mehr als nur das, was man sehen kann. Die Natur durchdringt den Körper und den Geist. Er schrieb das Buch Die Symbolik des Traums 1814 und in diesem Buch geht es ihm darum zu zeigen, erstens, der Traum ist eine verschlüsselte Sprache. Der Traum ist eine Hieroglyphensprache, eine Bildersprache, keine Wortsprache. Der Traum äußert den Inhalt des Geistes besser als die Wortsprache. Der Traum hat ein eigenes Kombinationsgesetz, eine innere Algebra, wie er das nennt. Und im Traum spricht die Stimme Gottes und der Natur. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, also wir lassen diesen letzten Punkt aus. Diejenigen von Ihnen, die sich mit den Gedanken Sigmund Freuds auseinandergesetzt haben, sie erkennen in diesen Behauptungen über den Traum wesentliche Ideen, die Freud in seinem Buch über Träume im Jahre 1901 populär gemacht hatte. Schubert schreibt fast 100 Jahre früher als Freud. Aber Freud kannte die Werke von Schubert. Also im Traum spricht auch die Stimme Gottes und die Stimme der Natur. Schubert bringt diese kosmische Perspektive mit in sein Werk. Und die Ideen, die er dadurch äußert, das sind Ideen, die auch für den jungen Goethe so wichtig sind. Wenn wir die Leiden des jungen Werthers lesen, dann finden wir diese Ideen. Gottes Stimme spricht durch die Natur. Sie spricht nicht zuerst durch den Geist, nicht durch die Vernunft, sondern sie spricht durch den Körper und durch körperliche Empfindungen. Solche Ideen über Träume, über ein verstecktes Menschenleben, ein verstecktes Leben des Geistes und der Gedanken, der Gefühle. Das war sehr wichtig für diese Zeit. Und wir finden in vielen romantischen Dichtern auch solche Ideen. Zum Beispiel Heinrich von Kleists Bettelweib von Locarno. Wie viel von dieser Erzählung ist Wahrheit und wie viel ist Wahn? Die beiden sind schwer auseinanderzuhalten, weil es sich um einen psychisch gestörten Mann und seine Frau handelt. Was ist wahr? Was ist manisch? Was ist Wahn?
Sie haben das Vorwort zu Schuberts Symbolik des Traums gelesen. Er nennt es eine Fahrt auf dem Meer. Und er benutzt das Bild einer Schifffahrt. Er sagt uns gar, vielfältig ist schon das Leben mit einer Schifffahrt verglichen worden. Und ich schlage vor, Sie machen sich ein paar Gedanken über dieses Bild der Schifffahrt. Was genau meint Schubert mit dem Schiff? Es scheint der Körper oder der Weg durch das Leben, das Individuum zu bedeuten. Was ist aber dann der Steuermann? Und was ist das Meer? Was sind die Klippen und die Berge am Land? Diese Bilder, sie sind sehr reichhaltig für Schubert und es lohnt sich wirklich, die Fragen zu stellen, was er eigentlich damit will. Das sollten Sie doch versuchen. Ich möchte nur ein paar Aspekte von diesem Vorwort erwähnen. Er fängt mit der Idee an oder mit dem Bild an von dem erwachenden Bewusstsein. Das Bewusstsein erwacht, vor uns liegt das weite Meer und die Fahrt beginnt. Aber das, was Schubert interessiert, ist die nächste Frage. Welches Geschäft übt dabei die Seele? Was genau macht die Seele? Ist sie es etwa, welche sich die Berge wie die Landschaften der Küste, die reichen Städte oder die armen Fischerhütten schafft und bildet, an denen das Schifflein auf seiner Reise vorüberkommt? Ist sie es? Die Seele ist sie es, die nach ihrem Wunsch und Willen die Begebenheiten und Schicksale der einzelnen Tage und Jahre hervorruft, welche ihr auf dem Wege des Lebens begegnen? Keineswegs. Das wissen wir sehr gut. Wenn wir das Wort Seele mit dem Wort Geist ersetzen oder Gedanken oder Willen, dann wissen wir das, das ist ganz klar. Unsere Wille, unsere Gedanken können keine Landschaften schaffen. Sie können keine Begebenheiten und Schicksale schaffen. Dann stellt Schubert die Frage, oder ist es die Seele, welche ganz nach ihrem Willen und aus eigener Macht das Schiff fortbewegen kann, nach dem Ziele? Denn das ist etwas anderes. Man braucht den Willen, um das Schiff zu steuern. Aber wo kommt der Wille her? Welche Rolle spielt die Seele dabei? Und dann macht er diese Behauptung, dasselbe denn, was von der Fortbewegung in der äußeren Welt des Lebens und im Kreise der äußeren Ereignisse gilt, das hat selbst, obwohl in ungleich minderem Grade noch bei der Fortbewegung der Seele durch die innere Welt der Erinnerungen statt. Also die Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle in Schuberts Bild der Seele. Und man kann genau das Gleiche von Freuds Bild der Seele sagen. Die Seele bearbeitet die Erinnerungen. Und wann bearbeitet die Seele die Erinnerungen? Also frei von den rationalen Gedanken der Vernunft. Wann findet dies statt? Im Traum natürlich. Und Schubert schreibt, und eben dieses Gaukelspiel, dieses Bewegtsein wie im engen Kreis eines Karussells, welches, obgleich es scheinbar weiterrückt, dennoch nicht vorwärts kommt, ist der gewöhnliche, der gemeine Traumzustand der Seele. Eine Bewegung, ohne fortzukommen. Also, die Seele wird von den Erinnerungen bewegt, und die Seele im Traumzustand ist allein mit der Welt der Erinnerungen. Aber, so schreibt Schubert, ich bin hier an dieser Stelle, aber auch in dieser hat sie, die Seele, das Selbstbewegen aufgegeben. Das, was wir heute, was wir vor längerer Zeit erfahren, getan und begehrt haben, die abgeschiedenen Gestalten der Vergangenheit ziehen, so wie der Lufthauch der Neigungen und Abneigungen oder der Wogendrang der Begierden mit dem vor Anker liegenden Schifflein spielen an der Seele vorüber. Es wird in dieser ein Bewegen gewirkt, an dessen Gange
der selbstbewusste Wille in der Regel keinen Anteil hat. Mit seinem Bild macht er hier weiter. Das Schiff liegt vor Anker, der Mensch schläft und die Seele bewegt sich ohne den bewussten Anteil des Willens. Der Traum ist durch Erinnerungen bewegt, aber es gibt noch einen letzten Punkt, den ich hier erwähnen möchte im Vorwort. Und das ist eine Art mystisches Aspekt von Schuberts Gedanken zum Traum. Und zwar der Traum als Prophezeiung, der Traum als zukunftsgerichtet. Und das macht völligen Sinn, wenn man sich überlegt, was ich vorhin gesagt habe, dass der Traum eine Stimme Gottes und der Natur ist. Wenn die Stimme Gottes im Traum spricht, dann kann der Traum eine Prophezeiung sein. Er schreibt, so wird auch in den Zuständen, die dem Traume gleichen, das leichte bewegliche Wesen der Seele früher als der irdisch sterbliche Mensch hinabgeführt, auf der unabänderlich vorgeschriebenen Bahn, die aus dem Jetzt durch das Künftig nach der Ewigkeit führt. Der Traum und der Traumzustand setzt den Geist oder die Seele auf den Weg von jetzt in die Zukunft zur Ewigkeit. Wir lesen ein Gedicht von Clemens Brentano in diesem Zusammenhang. Brentano lebte von 1778 bis 1842, geboren in Frankfurt und gestorben ganz in der Nähe in Aschaffenburg. Aber er wohnte viele Jahre in Heidelberg und er war Teil der sogenannten Heidelberger Romantik. Eins von seinen bekanntesten Gedichten schrieb er früh im Jahre 1801. Da war er 23 Jahre alt. Und das Gedicht, ich lese das mal vor und denken Sie an diese Fragen. Was ist versteckt? Was ist sichtbar und was ist versteckt in der Welt? Brentano schreibt, sprich aus der Ferne, heimliche Welt, die sich so gerne zu mir gestellt. Wenn das Abendrot niedergesunken keine freudige Farbe mehr spricht und die Kränze still leuchtender Funken die Nacht um die schattige Stirne fliegt, wehrt der Sterne heiliger Sinn leis durch die Ferne bis zu mir hin. Wenn man es so sagen darf, also gibt es eine heimliche Welt, ein Welt voller Geheimnisse. Aber diese Welt, wenn man ein offenes Ohr hat, einen offenen Sinn, dann gesellt sich diese Welt zu mir. 5 Jahre später gab er eine Sammlung von alten deutschen Liedern mit seinem Freund Achim von Arnim heraus. Und das hieß des Knaben Wunderhorn. Die Sammlung von alten deutschen Liedern war damals sehr beliebt und die bekanntesten Sammler von alten Sagen, Liedern und Märchen, die Namen kennen Sie, das waren die Gebrüder Grimm, Wilhelm und Jakob Grimm, ungefähr gleich alt wie Brentano. Und Grimms berühmte Kinder- und Hausmärchen vom Jahr 1919, das war auch ein Produkt von diesen Versuchen, die älteren Erzählungen, die älteren Märchen, Volksgeschichten
zu entdecken. Denn man dachte, vielleicht gibt es so eine Art Volksweisheit, wo die ältesten Urahnen Sachen wissen, die wir schon vergessen haben mit unserer vernünftigen Welt. Und vielleicht kann man die wieder entdecken. Wir lesen ein Gedicht, das Brentano gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, 1838, wenn der lahme Weber träumt. Er webe. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe geschrieben, wenn der lahme Weber träumt, er träume. Das wäre noch interessanter. Aber Brentano schrieb das Gedicht, wenn der lahme Weber träumt, er webe.